Hallo zusammen, ich nehme euch heute mal mit über die Bad Nauheimer Kerb. Die hat heute am Freitag, den 29. September 2023 angefangen und geht noch bis zum 3. Oktober 2023. Ja, ich wünsche euch dann mal viel Spaß mit dem Video und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Ja, auf geht's, Bad Nauheimer Kerb 2023. Viel Spaß mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal. Lasst mal ein Like da. Kommentiert ein bisschen was. Und teilt das Video gerne. Kein Problem, könnt ihr machen. Okay, dann legen wir los. Da haben wir ein nostalgisches Karussell. Mohrenköpfe in aller Form und Farbe. Getränke. Heute ist noch nicht so viel los, deswegen gehe ich heute drüber. Na, schöne Schießbude. Das Riesenrad steht zurzeit. Wir gucken mal, vielleicht läuft es nachher. Wir gehen ja sowieso noch mal hier hoch. Ja, mal gucken, ob beim Hochgehen ein bisschen mehr los ist. Die Ballons im schwarzen Quadrat zwei Hand-TV-Auswahl. Sowie bei jedem verlorenen Spiel. Gucken wir mal, ob wir es durchkriegen, ohne dass es Urheberrecht gibt oder sowas. Aber es sollte funktionieren. Guck mal, den kennen wir doch auch. Ja, der steht immer in Bad Nauheim.
Ja, es kann sein, ja. Ja, ich schaue hier komplette Videos. Ja, ich mache heute mal ein bisschen die Kirmes so, wollen die Leute immer mal gucken. Ja, sehr gut. Noch gestern habe ich den Kirmesaufbau von letztes Jahr gesehen. Ach, letztes Jahr, ja, das war noch nicht so gut, das Video. Das war die Anfangszeit. Wir haben den Kanal abonniert. Wir schön, Kanal danke. Abonniert, ja. Viel Spaß Ihnen dann noch. Ja, Dankeschön. Ja, die Leute gucken halt meinen Kanal, da sieht man das auch. Ich lasse es einfach mal drin. Müssen wir nicht rausschneiden. Guck mal hier, von dem Smiley bis zur Wasserpistole. Da haben wir die Losbude, die ist auch jedes Jahr hier. Wir sind ja noch bis Dienstag da. Zebra, Elefant, Schlange oder Tigerlöwe. Das ist die Kombination. Genau. Alle sechs. Taumler läuft, alles bestens. Ja, und hier ist die Cap eigentlich schon vorbei, aber wir haben noch nicht alles drauf. Wir gehen jetzt mal zurück und gehen mal zum Breakdancer und so. Der ist etwas weiter oben, also nochmal hoch und dann sehen wir weiter. Es füllt sich langsam, deswegen will ich ein bisschen früher durchgehen. Dann ist das nachher nicht so extrem und das Video wird auch schöner dann, weil ich ja nicht alles so, alles so überlaufen ist dann. Mh, da gibt's lecker Essen. Ich könnte das ganze Ding leer fressen. Appleboy, Apfelwein vom Feinsten. So. Dann gehen wir jetzt mal hinten rein. Schiffschaufel, Kinderkarusselle, Breakdancer, Autoscooter, gucken wir mal. Ja, da haben wir die Schiffschaukel, neben dran die Raketen, da gucken wir nachher nochmal. Da ist wie gesagt noch wenig los, da ist aber dann jetzt, morgen wird richtig gut was los sein, also wenn ihr herkommen wollt, lohnt sich das auf jeden Fall. Breakdancer ist in vollem Gange, den gucken wir uns jetzt mal an. Aus der Entfernung, damit da wegen der Musik kein Terror gemacht wird. Ihr wisst ja selbst, wie das bei YouTube ist. Da, der fährt noch ein bisschen langsam. Das wird am Wochenende erst richtig zur Sache gehen hier. Wird kein sehr langes Video werden. Ist ja nur dazu da, dass ihr wisst, dass hier Kerb ist. Wenn ihr mal Lust habt herzugehen, wisst ihr wenigstens schon, wo alles ist. Und dann ist es eigentlich kein Problem für euch. Wie gesagt, Sonntag ist vielleicht keine gute Idee, um herzugehen. Da wird es ziemlich voll sein. Morgen lohnt sich das eher. Morgen am Samstag.
Ja, hier ist jetzt eigentlich nicht mehr so viel los. Der Hauptteil spielt sich eigentlich alles auf dem alten Judenfriedhof ab, wo der Autoscooter steht und der Breakdancer. Unten ist der Taumler, habt ihr ja gesehen. Jetzt sind wir hier schon wieder raus aus dem ganzen Getummel. Ja, es ist keine große Kirmes, aber ist im Großen und Ganzen trotzdem immer mal ganz schön. Da haben wir noch mal das nostalgische Karussell. So. Hier könnt ihr Händchen fischen. Ja, und hier haben wir dann noch ein bisschen was an Bekleidungsständen, Taschengürtel. Und ja, wie gesagt, der Platz ist nicht sehr groß. Kerbau nicht, aber es ist okay, man kann mal vorbeigucken. Kannst mal was zu essen holen. Vielleicht die Kids mal Karussell fahren lassen. Ja. Und dann würde ich sagen, dann endet das Video auch hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut und bis dann. Ciao.